Servus und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge, Videopodcast-Folge. Das Warten hat endlich ein Ende und das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt, liebe Leute. Denn ich darf euch heute nach Pletti auch ja einen riesen Bayern-Experte vorstellen mit Herrn Falk. Und wir werden heute natürlich, wen auch immer sonst, über den FC Bayern München reden. Ihr dürft oder ihr habt auch Community-Fragen gestellt, die werden auf jeden Fall nochmal am Ende auch rankommen. Und Herr Falk hat auch ein Buch, das heute rauskam. Bayern Insider nennt er sich und ich glaube, das hat es auf jeden Fall in sich, denn 20 Jahre Bayern-Fan, das ist nicht ohne und da werden auf jeden Fall gewisse oder ziemlich viele Informationen viele Bayern-Fans interessieren. Wir werden auf jeden Fall nochmal näher drauf eingehen, aber ich freue mich heute, dass du da bist, lieber Christian. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielleicht für den einen oder anderen, wenn er dich noch nicht kennt, darfst du dich vielleicht gerne vorstellen. Genau, dein Part. Ja, servus aus dem Süden. Also ich bin geborener Bayer. Du hast gesagt, 20 Jahre Fan. Also ich bin seit 20 Jahren Reporter. Reporter, sowas. Fan war ich sicherlich in meiner Jugend als Reporter. Bemühen wir uns natürlich um Neutralität, aber ich glaube, ich mache kein Geheimnis daraus, dass mich der Club in all den Jahren nie kalt gelassen hat. Ich bin Fußballchef der Bild-Gruppe. Ich habe einen Podcast, der heißt Bayern Insider. Ich habe eine TV-Sendung auf Bild TV, die heißt Bayern Insider. Ja, und wie du selber gesagt hast, es gibt jetzt auch das Buch Bayern Insider. Und für alle, die auf Twitter ja viel unterwegs sind und Insta, da habe ich den originellen Namen CF Bayern bei Christian und Falk bietet sich da einfach an. Ja, Mr. True or Not True. Also das kenne ich auch persönlich, weil ich selber das Ganze verfolge. Ist immer auch witzig dann mal zu lesen, wenn jetzt man denkt, okay, dieser Journalist, dem seine Meinung hat schon ja, einen gewissen Stellenwert und dann kommt Falk drunter und schreibt Not True und denkst so, ach, okay, den kann ich jetzt nie wieder vertrauen. Ja, macht einen nicht wirklich beliebt bei manchen Kollegen, fällt mir manchmal auch ein bisschen schwer, aber ich wollte sagen, ich habe dieses Format einfach deshalb gemacht, weil es ist immer schwieriger bei so vielen Nachrichten, viel Unsinn wird geschrieben, viel Unsinn wird einfach verbreitet und kommentarlos übernommen und ich kann nicht jedes Gerücht lang und ausschweifend erklären, ob es stimmt oder nicht, sondern manchmal gibt es halt ein hartes Not True. Aber die Kollegen werden ja ab und zu auch wieder mit einem True belohnt. Ich hoffe, es gleicht sich auch. So hat sich der Fußballjournalismus geändert. Was mich interessiert, Spitzname Falcao, stimmt der? Weil ich Müller mal in einem Video da gehört habe. Ja, das ist richtig. Also Thomas Müller nennt mich Falcao. Van Bommel nennt mich Falcao. Manche nennen mich einfach Falki. Manche nennen mich Christian. Herr Hoeneß nennt mich Oberstaatsanwalt. Jogi Löw schreibt mir per SMS als Mr. True. Er findet den Namen anscheinend auch ganz lustig. Also ich habe viele Namen, aber ich hoffe, dass letztendlich hängen bleibt, dass ich einfach nur guten Journalismus machen möchte. Auf jeden Fall. Und der hat sich stark verändert, wie du in deinem Prolog geschrieben hast. Du hast ja vor 20 Jahren angefangen. Damals versus heute. Ich meine, für dich, was ausschlaggebend, also was hat das Internet quasi mit dem Journalismus angestellt? Wie hast du dich in den Jahren verändern müssen, um up-to-date zu bleiben, auch wenn du jetzt gerade eben, wie die News schon erwähnt hast, Fake News oder ständige vielleicht Fake News da draußen, wie behält man den Überblick? Was kannst du uns da erzählen, wie sich das Ganze verändert hat? Ja, tatsächlich ist es der Einstieg in mein neues Buch, also Bayern Insider, wir haben es erwähnt. Ich hatte ja vorher schon ein Buch geschrieben und das ist Inside FC Bayern und ich glaube, das ist genau der Unterschied zwischen den beiden Büchern. Das erste Buch sollte so ein bisschen den Weg in den Journalismus erklären, wie er früher war. Da geht es auch um die erste Triple-Generation. Schweinsteiger und ich kommen aus der gleichen Gegend. Wir haben fast zeitgleich bei der Selbener angefangen, eher auf dem Rasen, ich hinterm Gitter. Und da beschreibe ich halt, wie es früher war, wenn du mit dem Schreibblock gestanden bist, wenn du die Spieler nachher getroffen hast zum Essen. Gute Journalisten gelingt es heute auch noch. Aber im neuen Buch, da geht es so ein bisschen drum. Viele haben Angst vorm Internet, sagen, hey, die Auflagen sinken und alles wird schlechter, alles wird schlimmer. Ich sage nein im Buch. Ich sage, man muss sich verändern. Deshalb gibt es ja die vielen Kanäle. Wer hat schon die Möglichkeit? Früher musste ich die Pressekonferenz anhören, dann einen Tag warten, bis dann der Artikel erschienen ist. Heute kann ich per Insta, per Twitter, per Blog oder was weiß ich, wenn was brennt, sofort raus und alle hören es. Und dann sage ich, Leute, passt auf, das ist jetzt nur die Nachricht.
Aber mehr gibt es dann in den anderen vielen Foren, in der Zeitung, im Magazin, da erkläre ich euch die Hintergründe. Und ich glaube, das ist halt das Spannende momentan. Du bist noch schneller dran, aber ich glaube, der Journalismus hat sich verändert. Wir sind jetzt da nicht mehr nur, um die Nachrichten zu produzieren, sondern auch, um sie einzuordnen und dann zu sagen, was steckt dahinter. Ja, ich glaube, wie du schon gesagt hast, also die Zugänglichkeit der sozialen Medien ist halt einfach so gut heutzutage, dass auch gefühlt eine Meme-Seite zu einer ganz großen News-Seite wird und wie du dann schon auch ich gesagt hast, dieses Einordnen auch, was stimmt oder was stimmt nicht, weil ich kenn's. True or not true? True Das or ist die not true, Frage. genau, das, ich kenne es persönlich, man versucht so gut es geht, vielleicht viele Aufrufe, viele Klickszahlen mitzunehmen und da, wenn mal jetzt eine ganz brand new News rausgehauen wird, um einfach der Aktuellste, der Erste zu sein, obwohl sie nicht wirklich stimmt und da nochmal den Überblick zu haben, ist ganz, ganz schwer. Das muss man auch wirklich respektieren, dass das Ja, und man heutzutage muss, möglich ist. man muss auch dann wirklich auch das breite Kreuz haben, dass man sagt, ich springe jetzt da nicht sofort auf. Manche sagen zu mir, ah, oh, habe ich schon woanders gelesen. Oder, aber ich sage, es ist wichtiger, wenn der Wissen es erscheint auf meinem Account, dann ist es gecheckt, dann ist es doppelt gecheckt. Und dann muss man halt einfach mal die Nerven haben, sagen, okay, ich nehme die ersten, was weiß ich, 100 Retweets nicht mit und bin dann lieber sicher, dass meiner stimmt und die Leute vertrauen mir dann am Ende. Genau, dafür weiß ich dann, okay, beim dritten Mal, Christian, das ist immer noch true. Thema Bayern. Ich habe auch nice gefunden, diesen Satz, dass wir diese Ära, die junge Generation, also wie sie aufgewachsen ist mit dem FC Bayern München, also diese Bayern-Dominanz momentan, fand ich auch nice, wie du es im Prolog geschrieben hast, versus deine Zeit. Wie bist du, also warum bist du Bayern-Fan geworden? Nur weil du jetzt aus der Ortschaft kommst oder war da mehr dahinter? Weil der heutige, ja, Jugend, du hast geschrieben, wer 2020, glaube ich, eingeschult wird, der kennt ja keinen anderen Meister als den FC Bayern. Und für den ist es dann vielleicht einfacher zu sagen, okay, bestes Team aus Deutschland, ich werde Fan. Aber wie war es für dich? Ja, ich erlebe es ja selber mit meinem Sohn, der hat, seit er denken kann, nur den FC Bayern als Meister. Und wenn die mal einen Spieltag nicht Erster sind, bricht eine Welt zusammen. Ich habe es anders erlebt. Tja, in meiner Zeit, Meister waren die Bayern auch fast jedes zweite Jahr in der Zeit, muss man sagen. Aber im Europapokal, da waren es bittere Jahre, ein bitteres Jahrzehnt, zwei Niederlagen in den 80ern. Das war zäh und ich finde aber, das ist auch schön, das gehört zum Fußball dazu. Das Leid auch mitzuerleben, das gehört zum Fußball, das Leid der Niederlage, nicht immer Erster zu sein, ist ganz wichtig beim Fußball und ich glaube, da gewinnt man auch viel Sympathien. Ich glaube, ich habe viele Champions League Finals gesehen, natürlich die mit Bayern Beteiligung sowieso, aber wenn ich mal zurückdenke, Barcelona, Camp Nou, zwei Tore in der Nachspielzeit mehr oder weniger, das prägt und ich glaube, über so ein Endspiel reden wir länger, wir reden über das Wembley-Tor als über manchen Sieg und ich finde, das gehört zum Fußball dazu und hat mich sicher auch geprägt und nicht nur mich, auch die Spielergeneration von damals, die wollten es dann erst recht und haben es dann geschafft und das ist Fußball. Auf jeden Fall. Siehst du dann die jungen Leute, also wenn die sich zu einfach für den FC Bayern München entscheiden, ist das für dich so, ja, vielleicht überdenkst du mal deine Entscheidung oder fragst dich nochmal, warum bin ich Bayern-Fan geworden oder sagst, okay, jedem ist überlassen, wie er es haben möchte. Ich glaube, niemand muss sich entschuldigen, wenn er Bayern-Fan ist. Man muss auch sagen, die Mannschaft hat sich auch gewandelt. Ich meine, früher war der FC Bayern viel, viel mehr Feindbild, als es heute ist. Man muss ja wirklich sagen, die sind ja alle so sympathisch. Die als Feindbild zu instrumentalisieren, glaube ich, fällt den Gegnern sogar schwer. Und ich kenne die Jungs ja, das sind echt durch die Bank, vielleicht bis auf ein, zwei, gute Jungs. Okay. Und die sind echt völlig klar im Kopf. Natürlich, manchen verdrehen die Millionen. Ein bisschen der Lifestyle, zeitweise die Sicht auf die Dinge. Aber wenn man sie persönlich kennt, sind es echt wirklich gute Jungs, nicht überheblich. Und das macht Spaß. Und ich sage, sie nicht zu mögen, ist schwierig. Hast du auch mit jemandem vielleicht so am Kontakt, mit Plettenberg habe ich das auch gefragt. Also hinter den Kulissen hat er tatsächlich mit ein, zwei Spielern, die konnte er jetzt nicht sagen, wer das ist, aber besteht auch so näherer privater Kontakt mit dir, mit den FC Bayern München-Spielern, ein paar? Ja, also es gibt natürlich irgendwelche Spieler, die dir ein oder andere Geheimnis verraten. Das gehört zum Job. Natürlich haben wir alle Nummern. Nicht jeder antwortet, aber man steht mit vielen in Austausch. Aber ich finde, es geht ja da manchmal auch gar nicht darum,
zu sagen, hey, ich habe da einen, der mir alles aus der Kabine verrät. Ich meine, das beste Beispiel ist Thomas Müller, der wird nie was aus der Kabine verraten und hat trotzdem so einen wirklich jovialen Umgang mit den Reportern, die den Club begleiten. Das betrifft mich, das betrifft andere. Und das ist wirklich wahnsinnig schön zu sehen, wie bodenständig der Thomas ist. Ich fand auch ganz nett, der hat mir auch ein Zitat von meinem Buch gegeben. Und das ist echt ganz lustig, weil könnte ja irgendwas Allgemeines fabulieren und sagen, ja, der Falki oder der Falcao, das ist ein guter, dem könnt ihr glauben, sondern der baut dann auch so einen Satz wieder ein. Ich habe es jetzt gerade hier, da schreibt er: Zum Glück ist er auch manchmal auf dem Holzweg. Also, das ist der Thomas Müller. Also, der gibt einem dann auch schon einen mit. Und ja, auch Mr. True kann ich immer richtig liegen. Das nehme ich mir auch gar nicht raus, aber wir versuchen es zumindest. Ist auch schön zu sehen, dass die Spieler hinter den Kulissen dann auch so ticken. Zweites Buch. Warum jetzt? Und ich meine, Inhalt des Buches kann sich ja jeder erstmal so ein bisschen im Internet durchlesen. Wir haben nice Zeiten, zum Beispiel unter Pep Guardiola, du hast es geschrieben, ohne große Champions League Ära, trotzdem hat er trotzdem für mich so auch ein bisschen eine Ära da hinterlassen mit seinem Tiki-Taka, erstmals beim FC Barcelona, als es dann rund ging in der Bundesliga. Carlo Ancelotti, seine Zeit, und warum vielleicht wieder mal Ausländer nicht unbedingt so der beste Trainer für den FC Bayern München ist. Ich meine, letztens kam ja auch raus, dass José Mourinho fast Trainer beim FC Bayern München wurde und dann sich doch gegen ihn entschieden wurde aufgrund des Charakters oder vielleicht andere Punkte. Ja, bei José kann ich sagen, der hat es wirklich gerne gemacht in der Zeit von Kovac, wie es ein bisschen gewackelt hat. Dann gab es auf einmal auch plötzlich Fotos, wo er dann auf einmal in der Münchner Innenstadt gesehen wird. Ich glaube, das war ihm nicht so unrecht, dass wir die Geschichte gemacht haben. Also der hätte sich da schon positioniert. Hat nicht geklappt, hätte wahrscheinlich auch nicht so zum FC Bayern gepasst. Ich finde, das Schöne ist, und das ist ja auch ein bisschen die Handschrift dieses neuen Buches, da geht es halt einfach darum, dass es vielleicht auch keinen Pep Guardiola braucht, um mit Bayern die Champions League zu gewinnen, oder auch kein Carlo Ancelotti. Die beide haben es gezeigt, dass sie es können, aber es ist nicht das Schönste an der Geschichte, dass es dann der Hansi Flick schafft, einer, der aus der zweiten Reihe kommt, einer, der so ein bisschen eine Mischung ist aus Jupp Heynckes und Ottmar Hitzfeld, einer, der halt weiß, wie die Spieler ticken, der nicht nur so einen Fußballstempel, wie es sicherlich die anderen auch gemacht haben, sondern einfach, man muss sich vorstellen, also der hat eine Mannschaft übernommen, da hat er einen Spieler dazu bekommen, das war der Odriozola, der hat dann nicht gespielt, also an dem kann es nicht gelegen haben, sondern mit den gleichen Mitteln eine Mannschaft zum Champions League, zum Triple zu führen, das zeigt, wie viel das menschliche Zwischeneinander wert ist und da braucht es keinen Namen wie Guardiola oder auch kein Tiki-Taka, da braucht es einfach mal einen Trainer, der mit Menschen umgehen kann und natürlich Ahnung von Taktik müssen sie alle haben, sonst würden es wir zwei machen. Aber Hey, wer weiß? Vielleicht ist Mr. True auch an der Seitlinie erfolgreich, ne? Also, wer weiß? würde mich aufs Menschliche zurückziehen. Ich glaube, da bin ich noch besser. Das ist sehr interessant, weil Julian Nagelsmann auch mal, als er bei RB Leipzig war, gesagt hat, dass momentan eigentlich fast kein Training betrieben wird, sondern eher psychisch versucht wird, mit den Spielern zu kommunizieren, um down zu kommen, weil so viele Spiele anstanden, dass da Training nicht wirklich die größte Auswirkung hätte, sondern mehr das Miteinander reden. Das ist ziemlich interessant. Aber sind wir mal ehrlich, beim FC Bayern kann ja jeder Fußball spielen. Also natürlich musst du, man merkt es bei Lewandowski, wenn die wirklich die Abstimmung vorne nicht passt, du musst den Ideen mitgeben, um diese Probleme zu lösen, die der FC Bayern hat. Wenn die anderen alle hinten drin stehen, dann braucht man Automatismen. Deshalb macht es Nagelsmann super. Das hat auch Flick super gemacht bei Niko Kovac. Der hat halt eher mehr die Abwehr im Fokus gehabt, und hat dann vorne die Lösungen nicht mitgegeben. Das ist gescheitert. Ich glaube mal, natürlich ist die Abwehr beim FC Bayern genauso wie in jedem anderen Club wichtig, aber die Herausforderung ist die Offensive. Und deshalb gibt es ja die Trainer, die es gut gemacht haben, wie Louis van Gaal, Guardiola auch. Aber es braucht halt noch ein bisschen mehr, um den ganz, ganz großen Wurf zu schaffen manchmal. Und Flick hat es geschafft. Auf jeden Fall. Kapitel Jupp Heynckes ist auch ziemlich interessant, glaube ich, eine Person, die auch den FC Bayern München geprägt hat. Wie viel Insight erwartet jetzt den Leser wirklich? Also wenn man liest jetzt Bayern Insight, sind da Szenen drin? Weil wenn man den FC Bayern München hört, denkt vielleicht der heutige Fan, ich weiß alles. Ich weiß alles. Alles ist öffentlich. Man kann alles öffentlich lesen. Aber wenn du mal ein bisschen verraten könntest, wie viel Insight da dann wirklich drinsteckt.
Naja, ich glaube, wenn da nicht Insights drin wären, dann hätte ich es anders nennen müssen. Also wir haben ja aktuell auch Oder eine vielleicht hast du eine Bildserie. Story parat, die du uns verraten könntest. Ja, also wir haben in der Bildserie auch schon ein paar ausgeklammert. Da kann ich ruhig erzählen, weil dann spoilere ich nicht. Aber dass es eine WhatsApp-Gruppe gab, namens Miami Knights, die gleich schon am Anfang von Kovac seiner Amtszeit begonnen hat. Und ein Spieler wird darin auch zitiert, der sagt, ja, das hat ihn den Kopf gekostet, weil er hat dann einen Fehler gemacht und da hat er den völligen Respekt verloren. Und da waren halt ein paar Protagonisten am Werk, die diese Gruppe befeuert haben, wie Rafinha, wie Ribéry, wie Alaba. Und wenn man mal sieht, welche Leute dann später dann auch ein bisschen die Revolution im Team waren, dann siehst du ja, wo das hingeht, oder? Wie gesagt, in der aktuellen Folge haben wir natürlich auch Thomas Müller. Man wusste zwar schon immer so ein bisschen, dass United ihn ja gehabt hätte, aber dass Louis van Gaal jetzt selber erzählt, wie das war und sagt, beim ersten Mal ist er am Verein gescheitert. Ich wusste gar nicht, dass es zweimal war, deshalb sogar ich nicht gewusst. Da sagt er, da hat Lisa Müller es verhindert und tja, also ich hoffe, dass wenn ich jetzt noch mehr erzählen würde, wird es nämlich länger dauern. Deshalb denke ich schon, dass ein paar Insights drin sind, aber natürlich auch Sachen, die bekannt sind, die aber dann neu eingeordnet werden. Also zum Beispiel, nehmen wir Tuchel. Tuchel war ja auch so, dass man immer so gedacht hat, ja, der geisterte es ja immer mit, aber warum er da mitgeistert und wer dafür war und wer dagegen war und dass Jupp Heynckes ihn gerne als Nachfolger gehabt hätte und wieso das so war, ist, glaube ich, das sind Sachen, die man natürlich schon mal ein bisschen gehört hat, aber warum, wieso, weshalb, das glaube ich, das liest man gut heraus. Sicherlich, sicherlich. Tuchel, spannend. Also, wenn du vielleicht die Zeit vor Kovac gehen würdest, so wäre das für dich echt ein Trainer, der beim FC Bayern München gepasst hätte? Ich meine, Paris Saint-Germain kickt ihn raus, er gewinnt die Champions League, ist dann schon eine nice Story, ne? Ja, das hat er genauso gemacht wie Flick, muss man auch sagen, gleicher Kader. Das zeigt, es waren halt Trainersiege, Sachen, die sich Guardiola immer gewünscht hätte mit seinen kuriosen Umstellungen. Die Jungs haben es geschafft mit dem gleichen Kader, mit dem die Vorgänger nicht gut gearbeitet haben. Das zeigt eine hohe Trainerkunst. Und tja, Tuchel, der wäre es zweimal beinahe geworden. Rummenigge hatte die Träte gelegt. Beim ersten Mal muss man sagen, da hat es Tuchel selbst verstanden. Da hatte Hoeneß dann die geniale Idee, nochmal auf Heynckes zuzugehen. Haben sie ihn dann auch geholt, wie Ancelotti gehen musste. Da stand Tuchel schon bereit. Er hätte sofort übernommen. Er wäre bei Spiel in Berlin gegen die Hertha war das damals auch schon auf der Bank gesessen. Aber wie dann die Möglichkeit war, nochmal Jupp zurückzuholen, haben alle Seiten gesagt, ja, wenn du nochmal den Triple-Trainer holen kannst, dann muss man das machen. Beim nächsten Mal war es Keine halt dann andere so, Möglichkeit. ja, also steht auch im Buch, also wir haben es ja enthüllt damals, diesen Plan. Hat uns auch überrascht. Ich hätte mich nie getraut, nochmal sowas irgendwie überhaupt in Erwägung zu ziehen, wenn einer mit dem Triple in Rente geht. Aber war ja gut, dass sie es gemacht haben, auch wenn es für die Champions League dann nicht gereicht hat, aber war ja trotzdem nochmal eine erfolgreiche Zeit. Und beim zweiten Mal muss man sagen, war es Hoeneß, der das Projekt gebremst hat. Das war der Grund, warum der Anruf viel zu spät kam bei Tuchel. Da war er schon bei Paris im Wort. Rummenigge hätte das angeschoben zum Schluss. Es gab auch ein Geheimtreffen mit Brazzo in dessen Haus. Der war dann auch schon überzeugt. Aber letztendlich hat Heynckes dann irgendwann mal Heynckes hat Hoeneß klar machen müssen, dass Jupp nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Bis es Hoeneß dann wirklich akzeptiert hat, war es zu spät. Sie haben ihn angerufen. Man muss sagen, in der Woche hat Hoeneß noch ein paar andere Trainer versucht anzuwerben, aber letztendlich hat dann auch keiner von seinen Ideen Zeit gehabt, wie der Klopp. Aber wäre natürlich auch lustig gewesen. Letztendlich hätte es dann auch mitgetragen, aber da musste der Tuchel sagen: Leute, ich hätte es wahnsinnig gerne gemacht. Es tut mir auch wirklich leid und ich schließe es für die Zukunft nicht aus. Aber ich habe schon mal zugesagt und stehe da jetzt im Wort und dann war es halt einfach zu spät. Alter Schwede, also man kann wirklich denken, du säßt mit dabei und hast das Ganze miterlebt, wie du es mir jetzt gerade so erzählst. Es ist ja wirklich sehr detailliert. Also, how? Wie macht es jemand, so an Informationen zu kommen? Klar, Kontakte, ist das wirklich alles? Tja, also man muss natürlich mit vielen Menschen sprechen. Ich finde immer so lustig, wenn jemand, und ich sage jetzt nicht, es ist Uli Hoeneß, aber dann glaubt, es gibt nur einen Maulwurf und sagt, jetzt haben wir ihn endlich gefunden, Herr Falk. Das ist nie so. Man hat immer mehrere Menschen im Club. Jeder hat so eine kleine Information und der Job ist es. Also es ist, ich vergleiche es immer so ein bisschen wie so ein Indizienprozess. Du sammelst mal alles zusammen und dann bist du wahrscheinlich am Ende der Einzige, der das komplette Bild hat. Und das fügst du dann zusammen und dieses Bild, das du dann hast, musst du dann natürlich auch mal abklopfen. Genau. Und dann stellst du aber im besten Fall fest, dass es genauso war. Und sagen wir mal so, wenn da jetzt ein Raum ist, wo ein Rummenigge ist, wo ein Salihamidzic ist und wo ein Hoeneß
drin mitsitzt und die rufen dann zu dritt den Tuchel an, dann sind es schon mal 4 Leute, die wissen, was da passiert ist. Und wenn du mit dem einen sprichst und vielleicht mit dem anderen sprichst, vielleicht nicht mit allen vieren, immer im besten Fall mit allen, aber dann kriegst du schon ein ganz klares Bild, wie dieses Gespräch gelaufen sein muss. Also es muss auch wirklich eine Art, also Persönlichkeit, die du dir aufgebaut hast, um überhaupt dann mit solchen Menschen für solche vertrauensvollen Themen dann auch wirklich miteinander zu reden. Das ist also Hut ab, Chapeau, das ist nicht einfach und dann auch wirklich diese Sachen rauszukitzeln. Vielleicht das Thema, was mich auch persönlich interessiert, ich glaube, Toni Kroos ist auch ein Name, der beim FC Bayern München aufgrund dann seines Erfolges bei Real Madrid und das mit Hoeneß, als es rauskam, auch ein Riesenthema war. Wenn es jetzt um Inside-Bereich geht, was war für dich das Thema, also das Thema allgemein Toni Kroos beim FC Bayern München? Was hat man noch so erfahren können? Wieso der Abschied und so weiter und so fort? Wenn du da vielleicht ein paar Informationen hättest. Tja, also, Toni verstehe ich mich auch sehr gut. Toni ist auch einer, der im Verdacht immer steht, uns irgendwelche Internas verraten zu haben. Auch das kann ich jetzt mal bekräftigen. Also Toni würde auch nie was aus der Kabine erzählen. So Okay. ist er. In dem Fall leider für uns Journalisten, dass er aber ein bodenständiger und ansprechbarer Mensch ist, der, wenn Fragen, die ihn betreffen, auch mal eine klare Antwort gibt. Dafür ist er klare Kante. Und ja. Warum hat es damals nicht geklappt? Scheiterte einfach an dem Angebot der Bayern. Die wollten einfach nicht höher gehen bis zu einer Summe X. Das erste Angebot wurde als Frechheit empfunden. Ich muss immer in meinen Unterlagen nachschauen, weil Zahlen kann man ja schlecht merken. Ich weiß nicht, ob das erste Alles Angebot gut. 6 Millionen, 6 Millionen war, das Bayern ihm gemacht hat. Das Problem der Bayern war natürlich, hat er mit Götze den gleichen Berater und die wussten natürlich genau, was Götze verdient. Deshalb war das natürlich schlecht. Was viel interessanter ist, also letztendlich muss man sagen, es scheiterte natürlich um lächerliche Millionenbeträge, ob es dann zum Schluss 2 oder 4 waren. Wenn man bedenkt, dass du für den gleichen Spieler eine Ablöse zahlen müsstest, um ihn zu bekommen, und der war schon da, das ist das eine. Aber das andere ist, wenn du einen Trainer hast mit Pep Guardiola und ein Vorstand, ich will jetzt nicht den Namen nennen, oder habe ich ihn im Buch genannt? Ja, ich glaube doch, es war Es ist ein Rummenigge. Inside-Buch, also ich denke schon, dass da alles drin steckt. Ich glaube, ich habe es geschrieben und Rummenigge musste da auch die Entscheidung des Board mittragen. Da waren ja damals mit Hoeneß auch noch andere schlagkräftige und argumentativ schwerwiegende Schwergewichte drin. Die hatten die Entscheidung halt getroffen, der kriegt nicht höher. Und dann wird der Pep Guardiola ins Büro gerufen und Pep Guardiola wird gefragt, brauchst du Toni Kroos? Und Pep Guardiola sagt, ja, natürlich, Toni Kroos ist genau der Spieler für mein System. Ich baue auf ihn, er ist ganz entscheidend. Das wird dann so mitgenommen. Dann wird Pep Guardiola wieder mal gefragt, Pep, wie schaut's aus? Verhandlungen schwierig, brauchst du unbedingt Toni Kroos? Ja, dann sagt Pep, ich habe es euch gesagt, er ist ganz wichtig für mich, er macht meine Philosophie, ich baue auf ihn. Dann haben sie ein drittes Gespräch und dann sagt er, ja, was soll ich sagen? Also, wenn ihr ihn verkaufen müsst, dann Nun auf frag mich Englisch bitte nicht. vielleicht? I fucking need him. Ich kann es euch nicht, ich kann's euch nicht ausreden, scheinbar. Ich habe euch meine Sicht der Dinge erklärt, aber dann müsst ihr ihn halt verkaufen. Und Matthias Sammer, ein ganz großer Befürworter, damals auch mit an Bord, auch bei den Mitentscheidern, der saß damals sogar bei Toni Kroos zu Hause auf der Couch und hat ihn angefleht, bitte verlängere zu unseren Konditionen, vielleicht in Zukunft, wir können da damals machen, aber bleib. Aber da war das Kind dann schon in den Brunnen gefallen und war nicht mehr zu bewegen. Also alle, die Toni immer die Schuld geben, dass es gescheitert ist. Ich finde, es gibt immer zwei Seiten. Man kann die Bayern sagen, verstehen wir, wir wollen nicht mehr zahlen. Andererseits, wenn man die Beträge sieht, was die heute verdienen. Und lustig ist auch, Xabi Alonso, der hatte tatsächlich schon mal einen Anruf vorher von Pep Guardiola. Ich glaube, es muss ein halbes Jahr, ein Jahr vorher gewesen sein. Gesagt, ich hätte dich gerne bei Bayern. Und Xabi Alonso hat gesagt, ja, gern. Ich würde unbedingt gerne unter dir arbeiten. Ich will noch eine Herausforderung. Und Pep hat die Idee dann vorgeschlagen intern. Haben gesagt, nee, wir haben jetzt eh schon im Mittelfeld so viele Spieler. Und dann musste Pep wieder Xabi anrufen und sagen, du, Sorry. wird nichts. Ja, leider haben keine Gelder und den, ja, aber Xabi hat gesagt, ist kein Problem, Pep. Ich hat die Anfrage. Dann war Toni weg, aber musste Pep nochmal anrufen und sagen, du, das ist mir jetzt ziemlich peinlich, bei uns ist was frei geworden, hättest du denn immer noch Lust? Xabi hat es Gott sei Dank gemacht, Ja. war mir auch ein ganz persönliches Vergnügen, ihn kennenzulernen, ganz, ganz toller Mensch und
So sehr wir dann Toni vermisst haben, haben wir wirklich einen Mann bekommen. War auch mal schön, mit ihm zusammenzuarbeiten und schön, dass wir ihn so kennenlernen dürfen. Ja, Und vielleicht sehen wir ihn auch wieder. hoffentlich. Ich habe auch jetzt, man liest ja ständig was, wer vielleicht an Bord hier kommt, Ribéry vielleicht da. Also es geht ja die ganze Zeitung runter. Also Javi Martinez zum Beispiel, wenn man über Spanier redet, war auch ein nicer Dude beim FC Bayern. Wenn du schreibst Nachspielzeit, was genau meinst du? Ich glaube, du weißt ja, bei den Fans, bei den Ultras gibt es ja die dritte Nachspielzeit. geht's dann in die Richtung oder was dürfen wir uns dann in der Nachspielzeit freuen? Nein, ich möchte halt, du kannst ein Buch über den FC Bayern, es ist kein Krimi, wo du sagst, jetzt haben wir den Mörder. Es ist Du aber kannst es ziemlich nicht. spannend, weil die ganzen Stories, die du auch gerade erzählt hast, also wirklich mitreißend. Ich möchte dann wissen, okay, wer war denn jetzt wirklich entscheidend, dass Pep Guardiola zweimal Xavi anrufen muss und dann das dritte Mal, das ist peinlich. Das ist sehr nice zu hören, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist, ich versuche halt, diese Bilder beim Leser zu schaffen. Er soll die Stories aus den Augen von mir sehen, also und sagen, hey, es fühlt sich an, als wenn ich selber dabei war oder selber an der Story dran war oder selber vielleicht mit diesem Informanten gesprochen habe, der wiederum dann das so erzählt. Bei der Nachspielzeit möchte ich halt einfach nur den Leuten nochmal was mitgeben, damit sie mit einem Gefühl rausgehen. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wie gesagt, beim ersten Buch hätte ich nicht gedacht, dass ich das zweite so schnell schreiben werde, aber konnte ja keiner Abend zu dem Zeitpunkt, dass das Triple, das nächste, so schnell gehen wird. Und da musste natürlich ein Buch her und gab noch sehr viele unerzählte Geschichten. Aber dieses Buch spannt ja den Bogen auch schon wieder weiter. Es behandelt, wie kam Kahn zum FC Bayern, was Hoeneß ja mir gegenüber lange und deutlich abgestritten hat. Fake News, als Trump hat er mich bezeichnet. Und als ich ihn dann damals darauf angesprochen habe, wie es dann stimmte, und gesagt, ja, da waren sie auch nicht ganz ehrlich zu mir. Dann meinte er, ich lasse mich doch nicht von Ihnen in die Ecke stellen. Also, das gehört schon dazu. Also, ein bisschen Flunkern erlaube ich auch jedem, gestehe es ihm zu, das ist beim Fußball, aber dann bitte auch uns zugestehen, dass wir trotzdem weiter nachfragen, wenn wir nicht alles glauben. Und tja, die Geschichte wird weitergehen im FC Bayern, deshalb die Nachspielzeit. Und das You'll Never Walk Alone ist immer so ein bisschen dann mein Dank an alle, die mir geholfen haben. Und in diesem zweiten Teil steht auch ein bisschen was drin, wer es liest. Ein Informant wird genannt, aber natürlich nur unter Pseudonym, dem ich auch nochmal danke. Also finde, die haben es auch verdient und das sind die Leute, die wahren Insider sind und das war mir ganz wichtig zu beteuern, dass wir, die Journalisten, Insider, nichts wären ohne die Whistleblower oder wie man sie heute nennen will. Die Snowdens. Ja, das Ja. Buch mit ganz, ganz vielen spannenden Themen, die mit den Whistleblowern, wie du schon schön gesagt hast, könnt ihr ist ab sofort erhältlich. Bayern Insider, wie gesagt, checkt das unbedingt ab. Und ich glaube, einen Bayern-Experten hier zu haben, ohne die typischen Transfer-News und etc. etc. zu haben, ist, glaube ich, nicht die ganz richtige Folge. Deswegen, wir haben die Community gefragt. Die Community hat ganz, ganz, ganz viele Fragen gestellt. Ich habe es versucht, so gut es geht, zusammenzufassen. Also für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuschauer, wenn deine Frage jetzt nicht unbedingt dabei war, sorry. Aber wir haben es versucht, ja, kompakt zu halten. Es geht auch schon direkt los. Robert Lewandowski, kommt Haaland oder nicht? Das ist einfach. Ob jetzt Haaland oder wer auch immer es sein wird, allgemein die Stellung für Robert Lewandowski in der Sturmspitze beim FC Bayern München für dich persönlich und auch aus deiner Erfahrung, gehen die Bayern da langfristig jetzt oder er ist man schon erst 30, geht man noch langfristiger mit ihm mit oder sucht man sich Ich darf dann korrigieren, das ist ein bisschen älter, ja. aber ja, also es ist der Status der, dass beide momentan so ein bisschen auf Zeit spielen. Robert wird es wahrscheinlich gerne ein bisschen beschleunigen. Er möchte ja letztendlich mal diesen Liebesbeweis, möchte ich es jetzt mal nennen, und sagen: Hey, Robert, uns ist egal, was in deiner Geburtsurkunde steht. Du bist der Beste der Welt aktuell und du wirst es auch noch lange sein, weil du wirklich so professionell lebst. Wie kein anderer, also ich stehe auch im Buch, ich habe mal mit seiner Frau Anna getroffen, also was die zu Hause da an Aufwand betreiben beim Kochen und beim Leben, das ist schon erstaunlich. Also sie kocht vor, sie macht ihm Energiebällchen. Es ist immer so eine Suppe, wo das ganze Haus anscheinend danach riecht, weil da sind die Elektrolyte drin, die er braucht. Also köchelt den ganzen Tag. Hört Also da sich nach gibt Cristiano Ronaldo es. an.
Jeden Sonntag kriegt er dann ein schönes, oder samstags auch, einen schönen Tartar zum Frühstück. Isst auch nicht jeder rohes Fleisch am Morgen, aber es ist halt, ja, also er ist gefühlt jünger, als bei ihm im Pass steht. Und da muss jetzt Bayern entscheiden, ja, Robert, wir geben dir nochmal einen Vertrag. Er hat ja bis 23, das darf man nicht vergessen. Und er möchte noch 4 Jahre spielen. Der Geldgierige Piranha Pinizzahavi hat ja schon mal angeklopft und gesagt, Leute, wie schaut's aus? Bis jetzt kam da noch nicht viel zurück. Und das Thema Haaland, da ist er schon ein bisschen verschnupft, auch wenn es Robert natürlich in Interviews nicht zugibt. Dieser Satz von Hasan Salihamidzic von wegen, dass sie ja Vollamateure werden, wenn sie da nicht hinschauen, hat ihn geärgert. Das muss man klar so sagen. Und er sagt, ihr braucht euch nicht nach anderen umschauen, ihr habt ja mich. Also das ist wie in der Liebe. Und ja, wenn Bayern sich umschaut, dann wäre Robert der Letzte, der sagen würde, dann, okay, ich suche keine Herausforderung mehr, aber dann will er es jetzt wissen. Dann würde er im Sommer vielleicht nochmal was Neues erleben. Er hat beim FC Bayern alles gewonnen, was man gewinnen kann. Das war sein Ziel. Das war das, was er im Sommer versprochen hat bei der Verpflichtung. Du gewinnst hier die Champions League. Diese Mission ist erfüllt. Aber dann müssen sie ihn auch verkaufen und dann bekommen sie auch ein Geld. Mit dem Geld kann man sich Haaland sicher leisten. Also man muss nur ein bisschen was draufzahlen, aber daran wird es nicht scheitern. Aber die Gehaltsvorstellungen, die Mino Raiola da in den Ring wirft, also Halbe ich Mille habe es die Woche getwittert. oder so, ne? Ja, ich habe es getwittert. Also 50 Millionen hat er letzten Sommer bei Chelsea aufgerufen. Ich glaube, da weiß er selber, ich glaube 52, 1 Million pro Woche war es. Ja, das ist für Bayern völlig unrealistisch. Vielleicht auch kein anderer Club zahlen. Chelsea hat es ja auch nicht gezahlt, aber da sehen wir ja schon mal, dass wir über die angeblichen, das müssen wir für die Juristen ja mal sagen, 24 Millionen bis 26 Millionen, die geschätzt Robert verdient, weit hinausgehen. Und ja, dann wird man eine Lösung finden müssen. Man darf ja nicht vergessen, es geht ja nicht nur darum, das Geld zu zahlen. Da kann man sagen, verkauf meinen Spieler mehr und sparen uns da das Gehalt. Aber du machst halt das Gehaltsgefüge kaputt. Und da sind wir, das ufert jetzt wahrscheinlich aus bei dieser Antwort. Da sind wir bei Coman, da sind wir bei Gnabry, da sind wir bei Sané, Das wären die alle tatsächlich gleich auch direkt, verdienen ja, wollen. meine, die nächste Frage der Community. Wie sieht es denn mit Vertragsverlängerungen von Süle und Coman? Warum hakt es immer noch? Ich glaube, die Antwort ist immer dieselbe, ne? Klar, es geht ums Geld, um das zu Ende zu bringen. Also, wenn Lewandowski verkauft wird, wäre eine Möglichkeit da, an Haaland zu baggern, wenn er auf viel Geld verzichtet, was er woanders verdienen kann. Ich sage, würde er nicht tun, weil er den Berater Raiola hat. Der wird dafür sorgen, dass er das für keine gute Idee hält. Und ja, Vlahovic von Florenz ist auf dem Zettel. Es ist jetzt nicht so, dass die Bayern da in Gesprächen sind und da schon dauernd Vorstellungen werden. Das ist eine Backup-Backup-Option, wenn Haaland nicht kommt und Lewandowski auf dem Wechsel drängt. Ich glaube, dass Lewandowski wahrscheinlich bleibt und dann stellt sich wieder die Frage nach Haaland und Vlahovic, aber wir sind nur Journalisten und keine Propheten. Ja, ich vergleiche das auch mal mit Benzema. Ist über 30, spielt exzellenten Fußball, also warum ihn loswerden? Und ich glaube, dass das auch vielleicht sehr spannend mit diesem Thema Lewandowski dann und der FC Bayern München am Ende sein wird, dass man. Wie du schon sagst, er ist zwar über 30, aber spielt noch sensationellen Fußball und das darf man nicht vernachlässigen. Was ich direkt eine Frage hatte, als ich wusste, dass wir dem nächsten Gespräch führen, habe ich mir auch direkt auf ein Blatt geschrieben. Verliert der FC Bayern München vielleicht langfristig diese Top-Stars, wenn man nicht mehr diese Gehaltsvorstellungen von Superstars mitgeht? Weil, ja, die großen Topstar, große Top-Verpflichtungen in Zukunft. Sehe ich vielleicht beim FC Bayern München gar nicht so. Ist das für dich jetzt ein ähnliches Bild, was du vor Augen hast? Oder würdest du sagen, ja, so finanziell darf man trotzdem den FC Bayern München nicht vernachlässigen und unterschätzen? Ja. Also ich glaube, da muss keiner Angst haben. Also ich kenne ja so ein bisschen auch die Zahlen von den anderen Clubs. Ich beschäftige mich auch sehr mit der Premier League, wie du weißt. Aber auch bei Barcelona oder Real ist mir jetzt nicht völlig unbekannt, was die Stars verdienen. Und man darf jetzt nicht mal eins vergessen. Man liest halt immer die Zahlen von, was ein Ronaldo verdient und was ein Messi verdient. Das sind Zahlen, die sind nur für diese zwei Spieler gemacht. Das ist, Haaland kommt vielleicht mal dahin. Ist er noch nicht, dann darf er es auch verdienen. Aber im Moment sind es absolute Ausnahmen. Wenn man in der Breite aber sieht, was der FC Bayern zahlt, den Kader, dann gehört er da zu den absoluten Top-Clubs in Europa. Also in der Breite zahlt der FC Bayern sehr, sehr gute Beträge. Da ist keiner irgendwo anders besser aufgehoben.
Da dürfen wir uns mal sicher sein, wenn man mal ein bisschen die Gehaltsstruktur bei Barca durchgeht. Also da machen wir uns mal keine Illusionen. Und bei Chelsea ist es auch nicht anders. Also wenn ich mal sehe, dass der Toni Rüdiger bis jetzt 6 Millionen verdient hat und mit 12 zufrieden wäre, da schmunzelt doch der FC Bayern, der einem Alaba zuletzt 15 bezahlt hat und auch fast, wenn nicht ganz dahin gegangen wäre, wo er hin wollte. Also von 19,5 Millionen war die Rede. Unbestätigt und geschätzt natürlich. Also, die können schon mitteilen. Also da keine Sorge. Und was mich immer so positiv stimmt und Moment, also ich persönlich und ich bin da nicht allein, im Club geht es vielen so. Es sind derzeit vielleicht ein bisschen viele Franzosen, 8 von einem Land, das sind zu viel, wenn es kein französischer Club ist, sondern ein deutscher Club, der FC Deutschland, ist halt der Traum von Uli Hoeneß geblieben. Da geht es auch um Identität und das sieht man jetzt am Beispiel Coman so gut. Ich meine, ich verübel es ihm nicht, wenn der jetzt auch gern 20, 24 Millionen verdienen möchte. Kann er auch gern fordern, aber dann muss man sich auch die Frage stellen, wie wichtig ist er für den FC Bayern? Und da rede ich nicht davon, ist er verletzt oder ist er ein super Spieler. Er ist oft verletzt und er ist ein super Spieler. Aber wie wichtig ist er für die Identifikation? Und da sage ich mal, wenn Kimmich und Goretzka nicht verlängert hätten, dann hätte ich mir vielleicht ein bisschen Sorgen gemacht, weil das sind die Gesichter der Zukunft. Aber das ist doch das Schöne. Die Jungs, Goretzka hat auch noch ein bisschen Geld verzichtet, um dort die Erfolge zu haben. Weil so Jungs wie Goretzka und Kimmich, oder wenn ich es jetzt höre, Riedel, Baku oder Wirtz, wenn da mit denen inoffiziell gesprochen wird, da leuchten die Augen, wenn der FC Bayern anklopft. Weil Sicher. jeder, der da aufgewachsen ist, der weiß, FC Bayern ist ein Traum für jedes Kind der Bundesliga. Und deshalb wird FC Bayern immer gute Argumente haben, wenn es um deutsche Nationalspieler geht. Und da haben wir immer gute. Und den einen oder anderen Topstar werden wir dazu holen können. Ich meine, man kann jetzt über Coutinho denken, was man will, aber da hat der FC Bayern mal zeitweise den zweiteuersten Spieler der Welt in seinen Reihen gehabt. Also der FC Bayern kann, wenn er will. Ich finde gut, dass er nicht immer will. Ist, denke ich mal, finanziell auch ganz gar nicht so dumm, wie es zum Beispiel der FC Barcelona macht. Das war ja mit Dembélé und Coutinho und Griezmann auch noch am Ende nicht ganz so günstig. Du hast Kids der Zukunft genannt, wird und so weiter und so fort, weil jemand auch noch bezüglich der Jugendarbeit das ganze Thema nochmal ansprechen wollte. Weil der FC Bayern München nicht jetzt bekannt dafür ist, wirklich Jugendspieler aus den eigenen Reihen groß zu ziehen, auch wirklich zu Topstars zu bilden, ist ja auch nicht ganz so einfach. Man sieht unter Nagelsmann eine kleine Veränderung, auch was die Rotation angeht. Denkst du, das behält er bei und versucht auch wirklich ja, die Kids sozusagen der Zukunft mehr Chance zu geben beim FC Bayern München? Oder gehst du davon aus, dass man wirklich sich dann auch wieder extern verstärkt? Ja, das ist auf jeden Fall sein Auftrag, den er mitbekommen hat. Also ich weiß, Oliver Kahn, als der Vorstand wurde, da hat er noch gar kein Amt inne gehabt. Da war noch das alte Jahr, bevor er dann anfing, 2020, am 1.1., ist er als erstes zum Campus rausgefahren. Und weil er, ich weiß ja, also ich habe ihn ja jahrelang begleitet, ob er nicht bei Bayern war, hat er immer gesagt, wir müssen wieder dahin, dass wir die Schweinsteigers haben, dass wir die Lahms haben, die Alabas. Das ist auch seine Handschrift, das will er und wir jammern da schon ein bisschen auf hohem Niveau. Ich meine, also Müllers, Bartstubers, also da waren jetzt nicht so wenige da, die da rauskamen und aktuell haben wir einen mit Musiala. Wo ich sage, wie schaut es denn bei anderen Top-Clubs aus? Also wie viel schaffen es denn da wirklich? Also sagen wir mal so, wenn wir in einer Mannschaft ein, zwei Spieler aus den eigenen Reihen haben, ich meine, die anderen, die landen vielleicht dann beim anderen Bundesliga-Club, aber hey, Bundesligaspieler ist jetzt auch nicht so schlecht. Also und da gibt es genügend. Wenn die Leute mal fragen, ja, was ist denn mit dem, der weggegangen ist? Was ist denn mit dem? Natürlich, du kannst dich alle halten und der FC Bayern ist das Schöne, der hat ja genug Geld, dann ruft er nochmal an und sagt, hey, Mats Hummels, ja, ich weiß nicht, ob ich damals weggeschickt, aber kommt auch wieder und dann ist er da. Also, das wird immer möglich sein. Und ich glaube, Mann, der ja auch mit den Transfers da viel zu sagen hat, ist ja Brazzo. Ist ja unter uns nicht ganz eine umstrittene Person bei vielen Fans. Wenn du kurz seine Arbeit einschätzt, ich meine, so wie du dich vielleicht oder wie er dir auch als Person rüberkommt mit diesen ganzen Transfers, wir beschweren immer noch über Pavard und Bounassar und so weiter und so fort. Macht er einen guten Job? Ich finde, es ist halt, deshalb tun wir uns auch ein bisschen schwer, die Arbeit zu bewerten, weil die Arbeit ist ja jetzt, sie ist noch nicht messbar. Du musst ja mal sagen, mit welchen Spielern hat denn der FC Bayern das Triple gewonnen? Das waren ja Spieler,
die ja schon alle da war, die der Flick dann wieder aus der zweiten Reihe geholt hat, wie ein Boateng, der eigentlich auch schon weg vom Fenster war. Der hat den Alaba in die Mitte gezogen. Müller war plötzlich wieder Thema. Vorne hast du Lewandowski. Und tja, du wirst nie immer richtig liegen bei Transfers. Und da waren natürlich schon ein paar Fehlgriffe dabei. Das braucht man nicht beschönigen. Ein Saar würden sie am liebsten mit der Schubkarre auf der Dach fahren, wenn sie dafür Geld kriegen. Der freut sich monatlich über seine Gehaltseinzahlung, glaube ich, Ja, aber ja. der will auch nicht weg. Die haben ihn ja gefragt. Also der sagt, nee, ich bin hier glücklich. Und da haben beide Seiten eine Beziehung mit einer Unterschrift. Da sind sie eingegangen. Da musst du halt dann auch durch. Wenn es nicht läuft, das ist okay. Es wird halt interessant. Natürlich, zum einen sind da viele Spieler ablösefrei gegangen. Das ist sicherlich schlecht gewesen, das muss man ganz klar sagen. Das ist nicht gelungen zu verlängern. Andererseits gibt es auch Pluspunkte. Leroy Sané, ich habe immer gesagt, der Junge braucht Zeit. Wir sehen jetzt, was er kann. Da hat er sich natürlich intern auch durchgesetzt. Viele Stimmen wollten Timo Werner, Hansi Flick war beim Befürworter, aber auch Uli Hoeneß. Ja, der hatte auch, der kennt die Familie sehr gut, hatte die auch schon zu Hause auf der Terrasse sitzen. Das war denen dann auch nicht so leicht zu erklären, wie der Spiegel dann enthüllt hat. Gab es ja auch sogar schon einen Vertrag. Also ich wurde ja auch auf Krass. Twitter und Facebook gerügt, wie ich immer gesagt habe, ich glaube, der kommt. Ich habe gehört, der kommt. Und dann war ich der Mr. Not True, weil er dann nicht kam. Aber jetzt stellt sich heraus, es gab tatsächlich schon einen Vertrag. Das kann man der Richtige auch mal richtig stellen. Und ja, also die nächste Generation, also man muss so ein bisschen so pro, contra. Davis kommt von Brazzo, Musiala hat er geholt. Also da gibt es schon einige Plus. Upamecano, der hat natürlich eine Ausstiegsklausel. Flick hat mit ihm natürlich auch telefoniert. Also war auch nicht ganz allein sein Werk. Der hat ihn noch geholt. Ja, und dann gibt es halt die anderen Fälle. Wie in jedem Bereich im Leben eigentlich Pro und Ja, Contra. aber Oh. letztendlich wird man es erst sehen. Wenn dann die nächste Generation wirkt. Aber wo fangen wir da an? Also Goretzka war Brazzo schon mit am Tisch, aber war nicht sein Transfer. Kimmich war schon da. Die sollen das tragen. Der muss halt nochmal vielleicht so einen Lewandowski aus dem Hut zaubern. Aber Leroy Sané war schon mal ein guter Schritt. Wir hoffen es auf jeden Fall. Wir sind fast am Ende. Ich hoffe, dass so kleine Shotgun-Fragen irgendwie möglich sind. Aktuelle Transfer-News, die jetzt vielleicht noch nicht online sind. Kannst du was den Fans verraten? Tja, tut mir leid, ich würde es ja selber gerne twittern. Okay. Momentan alles sehr, sehr ruhig beim FC Bayern, aber wir sind ja erst noch am Anfang der Saison. Ja, wir haben Und Namen wie mit das Geld sitzt knapp. Ja, hey, wir hatten eine ziemlich krasse Corona-Phase, ne? Also, das darf man auch nicht vergessen. Dein Lieblings-Bayern-Moment, was dir direkt Boah. einfällt. Ich weiß, es gibt nie das Beste, aber so, was dir direkt einfällt. Ich habe natürlich viele schöne Momente. Ich würde einen rauspicken, weil ich da ein bisschen an der Grenze war zwischen Fan und Reporter. Nachdem ich als Fan ja die 99er Niederlage erlebt habe in Camp Nou, war ich 2001 auch im Stadion, direkt hinter der Kurve von Oli Kahn. Und die ganze Kurve hat ihn dann angefeuert vor dem Elfmeterschießen. Ich glaube, dass ich da in einer Gruppe war, die so ein bisschen angestachelt haben, diese Sprechchöre. Es war schon ein schöner Moment. Und nachdem ich dann als Fan das erleben durfte, konnte ich dieses Kapitel dann auch abschließen und mich dann völlig als kritischer Journalist dann auf die Bayern-Erfolge einstellen. Und wenn man einen im Club fragt, würden sie mich definitiv nicht als Bayern-Fan bezeichnen, weil ich zu oft den Finger in die Wunde gelegt habe. Dann tut es mir leid, aber wie gesagt, gibt immer gute und schlechte Zeiten. Und ich schreibe mal positiv und mal negativ, aber immer dann, wenn ich es für angebracht halte. Mr. Troublemaker, dein Lieblingstrainer. Also wir hatten jetzt einige, wo sagst du, okay, das ist mein Favorite. Also, natürlich Hansi Flick habe ich sehr gern gemocht. Jupp Heynckes war auch ein sehr, sehr toller Mensch. Carlo Ancelotti war auch klasse. Pep Guardiola, das hat mir ein bisschen schwer getan. Da heißt es immer, wir waren nur so böse mit ihm geschrieben, weil er keine Interviews gab. Also daran lag es nicht. Ich fand, er war halt nicht ehrlich. Klinsmann, tja, ganz schwieriges Thema. Ich würde sagen, und da absolut Felix Magath war auch sehr interessant. Aber mein Trainer war Ottmar Hitzfeld, der war mein erster Bayern-Trainer. Okay, interessant. Aber genau, also ich muss sagen, menschlich top, top, top. Also er hatte immer den Blick für alle. Ob das der Reporter war oder der Spieler oder der Fan,
ein ganz, ganz großer Trainer, aber vor allem ein wunderbarer Mensch. Und der kam halt dann und wusste, da steht jetzt ein Reporter, damals noch bei der TZ habe ich angefangen, gesagt, der muss eine Seite vollschreiben. Heute gibt es nichts, dem muss ich vielleicht noch ein paar Fragen beantworten, weil der macht ja auch nur seinen Job. Und das habe ich immer wirklich gewürdigt, dass der das, die Problematik der anderen Seite auch gesehen hat. Also toller Mensch. So, ihr habt's gehört. Vielleicht, was mich interessiert, was kann man von dir noch in der Zukunft erwarten? Drittes Buch oder ich meine, bis jetzt Bild-Chefreporter, aber gibt's so einen Dream, wo du sagst, okay, den möchte ich mir auf jeden Fall noch erfüllen? Tja, also vom Chefreporter habe ich schon zum Fußballchef geschafft. Das heißt, den Traum habe ich mir erfüllt. Ich bin ganz froh, dass ich meine Position in München halten kann, weil die Hauptredaktion sitzt in Berlin. Also ich bin überzeugter Bayer, der hier lebt und leben darf und es jeden Tag zu schätzen weiß, wenn ich den See sehe, wenn ich die Berge sehe. Also das ist für mich das Allerwichtigste, dass ich hier arbeiten darf. Das ist ein Geschenk. Mehr will ich nicht. Und tja. Weiß nicht, was es noch für Plattformen gibt. Also ich twittere, ich mache Insta, ich schreibe Blogs, ich schreibe Bücher, komme in der einen oder anderen Doku vor, Fernsehsendung. Erfindet ihr ein neues Medium und ich bin gern dabei und möchte ich da auch Spaß haben dürfen. Lieben gerne. Und wir haben euch versprochen, Leute, es gibt ein Gewinnspiel. Könnt das Bayern Insider Buch gewinnen. Ich würde sagen, all oder das, was ihr machen müsst, ist auf jeden Fall, lieben Herrn Falks Social Media Account abchecken, abonnieren, ganz wichtig. Und das Videopodcast für die Leute, die das jetzt hören, müsst ihr dann kurz auf YouTube, geht da rein. Wir werden es wahrscheinlich über die Kommentare machen. Das heißt, kommentiert einfach ja, euren Namen. Wir werden es aber nochmal in der Headline schreiben oder in der Beschreibung, was ihr genau machen müsst. Aber checkt auf jeden Fall dann das YouTube-Video ab, wenn ihr das Buch haben wollt. Prognose für Augsburg? Ich glaube, das in Bayern sagt man Gnadi Wiesen. Ich kenne zwar den Augsburg-Trainer auch relativ gut und schätze ihn sehr, aber da muss der Weinzell durch. Ich glaube, das weiß er selber. Das wird kein schöner Abend. Auch Augen zu Freitag. und Augen zu und durch. Ja, dann, es war mir echt eine Ehre. Auch persönlich, wie gesagt, wenn man immer einen Tweet schaut, true, not true, und dann hat man jetzt die Person selbst ja, in einem Videocall. Also war auf jeden Fall klasse. Danke, danke für deine Zeit. Danke auch, dass du die Community-Fragen beantwortet hast. Und ich weiß nicht, kann es besser werden in der dritten Folge jemand anderes als Christian Falk? Wir wissen es, Leute, nicht, aber bleibt auf jeden Fall dran. Wir sagen auch danke fürs Zuhören und danke fürs Vielen Zuschauen. Dank. Ja, Ich gebe auch und die Blumen nochmal gern zurück zum Schluss. Verfolgt natürlich auch eure Seite, macht einen tollen Job. Muss sagen, Wahnsinn, wie viel und wie schnell ihr da immer abbildet. Ihr zitiert mich auch immer brav, da freue ich mich mal ganz besonders, wenn ich da genannt werde. Dafür vielen Dank. Und wie gesagt, wenn ich da mal ein Gerücht von eurer Seite, das ja ihr auch nur übernehmt, da mal als not true bezeichnen, ist es nie gegen euch, sondern nee, sind wir nur nicht sauer. gegen die Quelle vielleicht, ob es jetzt ein Calcio Mercato ist oder sonst wer. Ja, aber es ist wichtig, so also, wie du es auch schon bei dir gesagt hast, am Ende hast du jemanden noch, diesen Whistleblower, nicht namentlich, aber auch dein Dank. Und so muss es, glaube ich, gehen, auch mit den Zitierungen, dass man einfach weiß, wo es herkommt. Also, wir sagen danke, Grüße nach München. Ich komme auch aus dem Süden Stuttgart, aber aus Stuttgart hat gerade andere Probleme. Und wir sagen, wir sehen uns dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.